Hallo und herzlich willkommen hier auf Yrelda.de. In diesem Video möchte ich euch die Lorentzkraft zeigen und auch zwei Beispiele veranschaulichen. Die Lorentzkraft ist diese Kraft, die auf bewegte Ladungsteilchen wirkt. Was es davor noch vielleicht kurz zu sagen gibt, wenn Ladungsteilchen sie bewegen, erzeugen die ein kreisrundes Magnetfeld. Das heißt, wenn ich ein Elektron in einem Leiter habe, meine Elektronen bewegen sich in dem Fall von Minus zu Plus, dann kann ich mit der linken Hand das Feld, das sich entsteht, das magnetische Feld, mir veranschaulichen. Daumen in die Richtung und ich sehe, wie meine Hand so habe ich hier ein magnetisches Feld, ein B-Feld. Nun, wenn ich aber nun Elektronen oder andere Ladungsträger in ein Magnetfeld bringe, so stelle ich sehr schnell fest, wie bei diesem Beispiel da drüben, dass sich diese Leiterschaukel aus diesem Magnetfeld bewegt, entweder nach links oder nach rechts, je nachdem, wie schon ich den Strom fließen lasse. Was jetzt hier ist, hier habe ich ein Magnetfeld von Nord nach Süd. Und was ich, meine Elektronen fließen von Minus nach Plus, die fließen also hier sozusagen in die Tafel hinein. Das ist das B-Feld und das nenne ich mal VE, die Geschwindigkeit der Elektronen, also die Richtung der Elektronen. Und jetzt stelle ich fest, dass diese Kraft, die auf diesen Leiter in dem Fall wirkt, auf die Ladungsträger wirkt, die steht einmal senkrecht zum Magnetfeld und zum anderen senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladungsträger. Und dann hat man herausgefunden, das kann man sich ganz leicht veranschauen mit der Regel, Drei-Finger-Regel der linken Hand. Ich nehme diese drei Finger, ich zeige mit dem Daumen in die Richtung der Elektronen, in unserem Fall in die Tafel rein. Mit dem Zeigefinger muss ich in die Richtung des Magnetfelds zeigen, also nach unten. Und dann zeigt mein Mittelfinger in die Richtung der resultierenden Kraft, der Lorentzkraft. Das heißt, in unserem Fall wäre die Lorentzkraft hierhin. Die Leiterschleife wird sich also aus dem Magnet bewegen. Schreiben wir diese linke Handregel mal auf. Drei Finger der linken Hand. Ich skizziere, versuche das etwas dreidimensional zu veranschaulichen. Wir haben hier den Daumen, den Zeigefinger und hier den Mittelfinger. Und nun wissen wir, mit dem Daumen in die Richtung, die Bewegungsrichtung der Elektronen, der Zeigefinger in Richtung des B-Feldes und so ergibt sich die Richtung der Lorentzkraft. Das müsst ihr euch einfach merken, linke Hand benutzen. Wenn ihr nicht Elektronen habt, die sich bewegen, sondern zum Beispiel irgendwelche positiv geladenen Teile, zum Beispiel Atomkerne, Rümpfe, also ein Atom, bei dem ich ein Elektron aus der Hülle rausgeschlagen habe, dann nehme ich nicht die linke Hand, sondern ich nehme die rechte Hand mit dem gleichen und schon funktioniert es auch wieder, weil ich dann positiv geladene Teilchen habe, die sich bewegen. Das hier gilt für negative, für positive, die rechte Hand. Nun kann man das auch ein bisschen ausrechnen und dann gibt es die Formel F Lorentz ist gleich die Geschwindigkeit mal die Ladung mal das Magnetfeld. Also Ladung Q mal V mal B. Meistens dann ist die V-Elektronen, dann wäre das natürlich das Q auch gleich die Elementarladung. Viele kennen das in dieser Art und Weise. Es gilt aber nur dann, wenn auch hier dieser Winkel, wenn Alpha 90 Grad ist. Das heißt, wenn unser Leiter senkrecht zum Magnetfeld steht.
Wenn dies parallel ist, dann wirkt nämlich gar keine Kraft. Das heißt, wenn ich diese Schleiderschleife jetzt genau so rum hier reingelegt hätte in meinen Magnet, dann würde ich gar nichts passieren. Ich würde es gar nicht messen können. Und deswegen ist es eigentlich viel genauer, also hier nur bei Alpha gleich 90 Grad. Und für Alpha ungleich 90 Grad muss ich jetzt einfach Q mal V mal B mal Sinus Alpha. Ihr seht selbst, wenn ich hier 90 einsetze, dann ist das 1 und wenn ich hier 0 einsetze, ist das 0. Wenn also die Elektronenrichtung und das Magnetfeld übereinstimmen oder gegenläufig sind, also 180 Grad, dann kommt da jedes Mal die 0 raus. Wer vielleicht schon Vektoren kennt, weil die Kraft hier ein Vektor ist, ich habe gesehen, die hat nicht nur einen Betrag, die hat auch eine Richtung, dann kann ich das auch vektoriell berechnen. Ich nehme die Ladung Q mal V Kreuz B, das Kreuzprodukt. Dazu haben wir auch ein Video, wenn ihr das unbedingt nochmal nachschauen müsst. V Kreuz B. Ihr seht auch hier, wenn ich eine negative Ladung habe, oder eine positive, dann ändert sich aber das Vorzeichen. Ihr müsst euch das genau überlegen, bei diesen Formeln ist die Ladung positiv oder negativ und das ergibt dann eine andere Richtung. Ich habe hier unten noch ein kleines abschließendes Beispiel aufgezeigt. Es ist eine andere Art, ein Magnetfeld zu zeigen. Dieser Kreis mit einem Punkt drin bedeutet, dass das Magnetfeld aus der Tafelebene herauskommt, auf uns zukommt. Wenn es in die Tafelebene reingehen würde, dann würde ich einen Kreis mit einem Kreuz machen. Also gehen wir das hier durch. Unsere Elektronen bewegen sich auf die Seite, Daumen. Das Feld zeigt in Richtung Kamera, in Richtung euch. Und die resultierende Kraft geht in dem Fall nach oben. Also, wenn ich hier ein Elektron drin hätte, V, würde die Kraft, Lorentzkraft nach oben gehen. Nun, versucht das mal selber aus, spielt ein bisschen mit den Fingern herum, probiert das mal, damit ihr das ein bisschen geübt seid bei der nächsten Klausur. Schaut auch mal die anderen Videos hier bei uns auf www.lyrella.de an und bleibt uns gewogen.